Du solltest nicht versuchen, glücklich zu werden. Stattdessen fokussiere dich richtig schön auf Frust und auf Wut und auf Depression. Und lass uns das mal gemeinsam machen. Welche fünf Sachen sind jetzt so richtig scheiße? Lass uns die mal, über die man so richtig aufregen. Die Sachen, die richtig schlimm sind in deinem Leben. Das ist doch viel, viel besser, oder? Es macht viel, viel mehr Spaß, es ist viel, viel leichter. Wir können uns viel mehr da drin suhlen, diesen negativen Emotionen. Ist doch viel besser als glücklich sein, oder? Nicht wirklich. Nur der Weg hin zum Glück ist nicht so direkt, wie wir häufig denken. Denn dein Ziel sollte es nicht sein, glücklich zu werden, wenn du wirklich glücklich sein möchtest. Und das klingt ziemlich paradox, nicht wahr? Das lasse ich das Ganze mal erklären. Hi erstmal, mein Name ist Alexander Wahler. Vielleicht kennst du meinen Bestseller Freunde finden im 21. Jahrhundert oder war es auf einem meiner Live-Seminare. Und wenn nicht, Bro, wo warst du? Mensch. Und warum solltest du, um glücklich zu werden, nicht Glück anstreben? Was solltest du stattdessen anstreben? Strebe stattdessen Zufriedenheit an. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, Zufriedenheit sieht aber so langweilig. Wirklich, soll ich zufrieden sein? Ja, und ich werde jetzt erklären, warum. Erstens, warum es sehr viel einfacher ist, dadurch glücklich zu werden. Und zweitens, warum es rational ganz einfach sinnvoller ist. Und es dir viel, viel mehr Chancen gibt, wirklich glücklich zu sein. Und hier kommt das Geilste, pass auf. Okay, halt dich fest, ja, schnall dich gut an. Du minimierst damit die Situation, in denen du unglücklich bist, in denen du dich nicht gut fühlst. Das heißt, die puff, negativen Spikes und maximierst die hui, Spikes nach oben. So, warum nun Zufriedenheit oder warum erstmal überhaupt nicht glücklich anstreben? Wenn du versuchst, glücklich zu sein, immer nur glücklich sein anstrebst, dann ist im Endeffekt jede Situation, in der du nicht glücklich bist, ein Fehlschlag. Nicht wahr, wenn du, ich sag mal, nur dich ganz okay fühlst, wenn du vielleicht ein bisschen schlecht gelaunt bist, wenn du zufrieden bist, dann bist du nicht glücklich und denkst dir, fuck, wieso bin ich nicht glücklich? Eigentlich habe ich doch alles. Eigentlich ist mein Leben doch gut. Und das ist, hast du so schon mal mit dir geredet? Warum bin ich denn nicht glücklich, verdammt nochmal? Ich habe doch eigentlich alles, was ich haben will. Eigentlich ist es doch okay. Es gibt Leute, denen es viel schlechter geht. Warum bin ich denn nicht glücklich? Und dann machst du dich dafür selber noch fertig. Du denkst, du hast nochmal ein anderes Problem. Nicht nur, dass du nicht glücklich bist, sondern dass du auch noch gemein zu dir bist. Und was glaubst du, wie vielen Leuten das passiert? Weil wir diesen Drang haben, immer glücklich zu sein. Doch, wie sagt Jordan Peterson so gerne, wir Menschen sind in der Lage, mehr als nur eine Emotion zu spüren. Wir können sehr viel mehr Emotionen spüren, als einfach nur glücklich sein. Und dementsprechend, da kommt dann die Zufriedenheit ins Spiel. Denn Zufriedenheit ist so wie ein Base-Level. Also unser Base-Level, wo wir die ganze Zeit im Leben sein sollten. Ich bin zufrieden, Mann. Ich bin zufrieden. Dann ist es vielleicht ab und zu mal, oh, ich bin voll glücklich. Oh, ich bin euphorisch. Oh, ich bin super motiviert. Oh, ich fühle Liebe. Oh, ich habe Neugier. Oh, ich bin ein bisschen down. Heute bin ich irgendwie ein bisschen angepisst. Aber ey, mir geht's gut. Weil die ganze Zeit die Baseline von Zufriedenheit da ist. Das heißt, dadurch, dass du deine Anforderungen runterschraubst, geht es dir besser. Wie geil ist denn das? Hör auf, deine Anforderungen so hochzuschrauben. Ich muss das muss stimmen und das muss stimmen. Ich muss genau so denken und so fühlen und dann bin ich glücklich. Nee. Wirf den Gedanken weg. Zufriedenheit. Und definiere für dich selber einmal, ab wann bist du im Leben zufrieden? Und ich meine nicht euphorisch, voller Liebe, super glücklich, in Ekstase. Nein, ganz einfach zufrieden. Für mich ist es, wenn ich körperlich gesund bin. Wenn ich genug Geld habe, um essen gehen zu können und meine Miete überm Dach bezahlen zu können. Und mein Dach über dem Kopf bezahlen zu können. So moap, moap, moap. Sprachfehler. Wenn es meinen Geliebten gut geht. That's it. Wenn ich das tun kann, was ich möchte. Genau wie hier. Zufriedenheit. Und dann kommen immer wieder Bonuspunkte dazu. So, ey, okay, das war ein geiler Tag. Oh, das war cool. Oh, das war nicht so geil, aber das war Hammer. Oh, das ist cool. Es kommen die Spikes dazu und du gibst ihnen dadurch erst die Möglichkeit, dass du eben diese Zufriedenheit hast. Deswegen definiere für dich Zufriedenheit. Wirklich, setz dich hin und definiere es. Am besten stopp das Video, definiere es kurz oder mach es nach dem Video und mach es nicht einfach nur mental, dass du denkst, Zufriedenheit ist das, das, das. Nee, schreib es für dich auf. Wenn es auf dem Papier ist, dann ist es wahr. Oder wenn es auf dem Computer ist, dann ist es wahr. Dann ist es zwar digital, aber immer noch wahr. Ziemlich cool, oder? Und dadurch hast du diese Baseline und damit meine ich nicht eine Baseline bei der Musik, ich meine die Basislinie an alle Bassspieler da draußen, alle Bassisten, wo dann die Möglichkeit besteht, dass immer wieder diese glücklichen Spikes kommen und du minimierst die Wahrscheinlichkeit für die Spikes nach unten, wo du dich schlecht fühlst, wo du down bist, wo du niedergeschlagen bist, weil du nicht ständig diese hohen Anforderungen hast. Vorher, wenn du sagst, ich will die ganze Zeit glücklich sein, hohe Anforderungen hier und alles, was da drunter ist, Katastrophe. Auch wenn du irgendwie motiviert bist, dich gut fühlst, so zufrieden, bisschen gelangweilt, angepisst, down, depressiv,
niedergeschlagen, neugierig, Liebe. So, ja, das meiste darunter ist so, okay, ganz okay. Ja, meistens nicht so toll. Dann gehst du zu Gelassenheit und erstmal, alles, was da drüber ist, ist schon mal geil. Okay, ich bin Gelassenheit, Zufriedenheit meine ich natürlich. Und alles, was da drüber ist, ist schon mal geil. Ich bin zufrieden und dann bin ich mal happy. Und dann bin ich super entspannt und dann fühle ich Liebe und dann bin ich neugierig und eine Abenteuerlust. Und du hast plötzlich das, was du eigentlich fühlen willst, die Chancen dafür maximiert. Und die Dinge, die du nicht fühlen möchtest, die Chancen dafür minimiert. Und hier ist das Ironische dabei. Das ist so, als würde das Leben uns damit auf die Probe stellen. So, wer von euch ist denn so weise, um so zu denken? Hm? Wer von euch ist so weise? Denn nur der weise Mensch, nur der exzellente Mensch, wie die Stoiker gerne sagen. Und jede Situation ist eine Situation, um Exzellenz zu üben. Ich liebe die stoische Philosophie, kann ich dir übrigens sehr empfehlen. Viel von meinem Coaching basiert auch darauf. Finde ich so geil, wenn ich zum ersten Mal sehe, dass die Coaching-Klienten, die neu ins Coaching kommen, immer boom, dass diese stoische Philosophie, die ich ihnen mitgebe und die stoischen Übungen, die zum ersten Mal anschlagen, immer ihre Lebensqualität durch die Decke geht. Das ist crazy. Und dann ist das ganz Interessante, was dann bei dir passieren wird. Dadurch, dass du dich auf die Zufriedenheit fokussierst, wirst du automatisch mehr positive Emotionen spüren und weniger negative Emotionen und automatisch anders denken, denn du hast deine Anforderung runtergeschraubt. Und plötzlich ziehst du die Dinge, die du haben willst und die Menschen, die du in deinem Leben haben willst, wie magisch an. Weil du nicht mehr die ganze Zeit im Fight-or-Flight-Modus bist. Du bist plötzlich gelassener. Du siehst plötzlich die Welt mit neuen Augen, mit offenen Augen, mit offenem Geist und offenem Herz, mit neuer Kreativität und siehst plötzlich all die Möglichkeiten, die du hast und all den ganzen Segen, den du in deinem Leben hast. Und dann wird es richtig interessant. Denn wir wissen, dein Denken beeinflusst deine Emotionen und das beeinflusst dein Handeln. Nicht wahr? Und wenn vorher dein Denken ist, oh, ich bin nicht hier. Stresshormone, negative Emotionen, du handelst nicht so, wie du handeln könntest. Du handelst aus einer negativen Motivation heraus. Du handelst im Fight-of-Light-Modus. Du bist gestresst, du bist schlecht gelaunt, du bist wütend, du bist verärgert, was auch immer. Und dann fährst du in der Anforderung runter, ey, ich bin zufrieden, Mann. Mir geht es körperlich gut, ich habe gute Freunde, meiner Freundin geht es gut, ich habe genug Geld, um mir Essen zu holen, um Kleidung zu haben, um meine Miete zu bezahlen, ich habe einen Job, eine Karriere, die ich mag, ey, life's good. Ab jetzt ist alles ein Bonus. Und du läufst mit dieser Einstellung durchs Leben. Sofort, selbst wenn ich das gerade sage, ist so, wumm, als ob das ganze Nervensystem runterfahren. So, ach, ja Mann, das ist alles gut. Plötzlich, offene Augen, offener Geist, offenes Herz, wumm, oh, es ist ja alles gut. Und da habe ich noch eine Chance, was zu machen. Da kann ich jemand Cooles kennenlernen. Ey, da kann ich meine Karriere verbessern. Da kann ich was Neues dazulernen. Und plötzlich spüren Menschen das, denn hey, wir geben ständig eine Energie ab. Wir haben ständig eine gewisse Ausstrahlung. Nicht wahr? Wenn jemand neben dir steht, der vor Wut am Kochen ist, du brauchst mit der Person nicht zu reden, du spürst das und denkst so, Bruder muss los, aber ganz schnell. Genauso, wenn jemand super gut gelaunt ist und in den Raum kommt, boom, der ganze Raum leuchtet plötzlich. So, hey, wo warst du? Komm dazu. Und du läufst plötzlich mit einer anderen Ausstrahlung durchs Leben und rate mal, wer das merkt. Hm? Genau, dein Nachbar. Der macht dann erstmal den Rasenmäher aus, sagt sich dann nicht mehr sonntags morgens um 7, dass er einen Rasen zu mähen hat, um dich aus dem Bett zu schieben, um dich aus dem Bett zu schicken. Nein, natürlich nicht. Alle Menschen spüren das Ganze plötzlich. Alle Menschen merken plötzlich, dass du eine andere Ausstrahlung hast. Es kommen andere Menschen auf dich zu, nämlich die Menschen, die genauso denken, die genauso ticken und genauso fühlen, genauso handeln. Das sind plötzlich die Macher. Das sind plötzlich die Leute, die etwas bewegen in dieser Welt und die zufrieden mit sich und ihrem Leben sind. Denn wie weit kannst du im Leben kommen, wenn du mit dir wirklich zufrieden bist? Überleg mal. Wenn du mit dir wirklich zufrieden bist, was kann dich dann wirklich noch aufhalten? Kann dich irgendein Fehler aus der Bahn werfen? Irgendeine gemeine Person? Irgendein Arschloch, den du begegnest? Irgendjemand, der es auf dich abgesehen hat? Irgendeine unangenehme Situation, die plötzlich vor dir ist? Irgendein Hindernis auf deinem Ziel? Wenn du mit dir selber zufrieden bist und mit deinem Leben zufrieden bist, dann siehst du das doch alles plötzlich als Spiel. Es ist so, okay, cool, mir geht's super und das ist jetzt alles ein Bonus. Und plötzlich regst du dich über andere Menschen nicht mehr auf. Du siehst es eher als Absurdität an. Es ist so, okay. Es ist plötzlich deine Unterhaltung. Du siehst andere Menschen plötzlich als Unterhaltung, besonders wenn sie negativ sind, wenn sie schlecht gelaunt sind, wenn sie wütend werden. Ist eher so, okay, Bro. Du siehst es als Absurdität an. Es ist lustig für dich geworden. Nimmst nicht mehr so, oh, der ruiniert meine Laune. Oder ein Hindernis, ein Fehler. Denkst du, oh, okay, das ist kacke, aber okay, wie löse ich das Ganze? Genau, am besten so. Plötzlich gehst du damit um und es ist nicht die gleiche Reaktion wie vorher. Ich will aber glücklich sein, jetzt dieser Fehler hier und dieser Fehler ruiniert mein Zufriedensein. Die ruiniert gerade mein Leben. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, du bist zufrieden und alles andere ist plötzlich ein Bonus. Und die negativen Situationen, die werden immer weniger.
Warum? Weil es für dich weniger negative Situationen gibt. Vorher hast du sie aus dem Licht gesehen, ich will hier oben sein und die Situation bringt mich gerade hier. Jetzt siehst du es aus dem Licht, ey, ich bin voll zufrieden und die Situation ist gerade hier. Ja, die ist ein bisschen doof, aber gut, dann handle ich die halt eben. Weil du zufrieden bist. Aus Zufriedenheit kommt Gelassenheit und aus Gelassenheit kommt Kreativität und aus Kreativität kommt Veränderung in deinem Leben. Denn wenn du so denkst, wie du gestern gedacht hast, dann fühlst du auch, wie du gestern gedacht hast und dann handelst du auch, wie du gestern gedacht hast und dann bekommst du in deinem Leben genau das Gleiche, was du gestern hattest. Und hey, das kennst du doch schon. Das ist doch langweilig. Willst du was anderes? Willst du neue Leute kennenlernen? Willst du was Neues dazulernen? Willst du tolle Ziele erreichen? Willst du am Ende deines Lebens sagen, ey, es war geil, Mann. War eine geile Fahrt. Hat sich gelohnt. War cool. Das bekommst du, indem du nicht versuchst, glücklich zu sein, sondern zufrieden zu sein. Und wie geil ist das denn? Das ist mentales Training, emotionales Training. Und das, genau das bringe ich dir in meinem Coaching bei. Denn ich möchte dir das 1:1 beibringen. Es ist schön, dir das hier theoretisch zu erklären. Nicht wahr, dass du Theorie verstehst. Ah, ich weiß, was Alex meint. Viel besser ist es, wenn wir beide mal zusammenarbeiten. Wenn wir uns hinsetzen und ich mir deine kognitiven Verhaltensweisen, deine Gedanken angucke, deine Emotionen angucke, deine Ziele angucke, deine Ansprüche an dich selber angucke, die Fehler angucke, die du machst und dann anhand dessen eine Strategie erarbeiten, wie du zu der Person wirst, die du sein willst und das Leben hast, was du immer haben wolltest. Und du gehst mit Gelassenheit und Zufriedenheit durchs Leben. Und wie geil ist das denn? Machen wir für eine Stunde kostenlos. Ich will dich für eine Stunde komplett kostenlos coachen und vielleicht arbeiten wir danach noch langfristig zusammen. Doch hey, nur per Einladung. Deshalb will ich dich immer erstmal persönlich kennenlernen. Vielleicht lade ich dich danach in mein langfristiges Coaching ein. Und wenn du diese kostenlosen Session jetzt haben möchtest, geh auf alexanderwahler.com/coaching oder klick hier oben auf die YouTube-Card oder auf den Link unten in der Beschreibung. Mach das Ganze jetzt. Schau dir auf der Seite auch gerne das Feedback von anderen Coaching-Klienten an. Das wird dich umhauen, was sich im Leben von Coaching-Klienten in einer enorm kurzen Zeit verändert. Schau dir das Ganze an und dann buch deine Session jetzt, denn die Dinger gehen weg wie warme Semmeln. Und ich habe keinen Bock, dass du das Ganze verpasst und dass du dich danach ärgerst und eben dieses Geschenk verpasst. Denn hey, dein Leben kann so geil sein. Ich bin mir sicher, es ist schon geil. Wir können es noch so viel geiler machen mit den richtigen Techniken, den richtigen Methoden, womit wir das hier oben fixen und das hier oben, das hier fixen, dein Herz. Siehe da, du läufst mit offenem Herz, offenem Geist, Kreativität, neu gefundener Liebe, neu gefundener Neugier und einer Zufriedenheit und Gelassenheit durchs Leben, welche seinesgleichen sucht. Und dann ist alles andere ein Kinderspiel. Wirklich. Also, geh auf alexanderwahler.com/coaching oder die YouTube-Infocard hier oben oder unten in der Beschreibung. Trag dich jetzt ein, denn ey, die Dinger gehen weg wie warme Sonne. Ne? Also kannst du dir vorstellen, wenn ein paar hundert oder tausend Leute das Ganze hier immer schauen oder hören. Und ich mache das nicht den ganzen Tag, kann ich nun mal nicht, meine Zeit ist auch begrenzt, gehen die immer sehr schnell weg. Also trag dich jetzt ein, warte nicht länger, zöger nicht. Zögern ist für Loser, Macher, die handeln jetzt. Wenn du zufrieden sein willst, wenn du glücklich sein willst, wenn du ein geiles Leben haben willst, handel jetzt und verschieb das nicht auf morgen. Ich freue mich auf dich, trag dich jetzt ein. Bis dann.